zu glauben, dass du diese Kleider auf die Schnelle für uns gemacht hast. Sie sind einfach wunderschön. Und so raffiniert. Tja, danke schön, aber das ist doch nichts Besonderes. Weißt du vielleicht, wo Bonnie ist? Was trägt sie denn? Sehr viele Notizen. Guten Abend, Herr Postmeister. Sie sehen heute wirklich fabelhaft aus. Naja, ich danke dir, Bonnie. Du siehst natürlich auch... Händeschütteln anbieten. Oh ja! Bonnie, was machst du denn da? Guten Abend, verehrtes Fräulein. Sie sehen heute wirklich fabelhaft aus. Das hast du auch zu dem Postmeister gesagt. Ich bin es, Fläumeli. Aber ich möchte mich so höflich verhalten, wie es nur möglich ist, damit alles gut läuft. Für die Prinzessin. Findest du nicht, dass du es vielleicht ein klein wenig übertreibst? Also, wenn es um gutes Benehmen geht, ist es völlig unmöglich, etwas zu übertreiben. Hallo, Herr Bärchen. Vergiss das Händeschütteln nicht. Das hier ist immer noch der Meisterschaftsball. Wir müssen uns ordentlich benehmen. Himbeertörtchen, es ist unhöflich, sich vorzudrängeln. Aber, Maria Käfer hat mich vorgelassen. Sie weiß noch nicht, was sie nehmen soll. Nein, nein, nein. Auf diesem Ball darf man sich nicht schlecht benehmen. Orangella, was machst du denn da? Oh, ich ruhe mich hier nur für eine Sekunde aus. Puh, meine Füße tun so weh vom vielen Tanzen. Aber du lümmelst rum. Das ist kein gutes Benehmen. Ist es nicht? Oh, das ist schon okay. Hier sieht mich ja niemand. Aber es könnte dich jemand sehen. Und was ist, wenn es die Prinzessin ist? Na also, perfekt. Psst, Fläumeli, liegt die Serviette auf deinem Schoß? Ja. Du darfst nicht mit offenem Mund kauen. Das hatte ich auch nicht vor. Die Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch. Siehst du sie vielleicht auf dem Tisch? Pass auf, dass du beim Teetrinken nicht schlürfst. Hast du sonst noch was? Ja, du musst gerade sitzen. Hey, wo ist denn Bonnie? Sie ist beschäftigt. Sie erinnert einfach jeden daran, dass er sich gut benehmen soll. Wie denn das? Naja, weißt du, sie rennt hier rum und korrigiert von jedem das Benehmen, sobald er irgendwas falsch macht. Sie hat mich korrigiert, noch bevor ich irgendwas falsch machen konnte. Sie sollte sich wirklich mal entspannen. Hier steckst du also, Bonnie. Genießt du den Ball? Ehrlich gesagt, nein. Und wieso nicht? Ach, weißt du, Emily, ich habe solche Angst, dass irgendwer die Prinzessin mit seinem schlechten Benehmen beleidigen könnte. Ich denke, du solltest einfach versuchen, Spaß zu haben. Du musst dir keine Sorgen machen, wie alles läuft. Okay. Zuerst lese ich aber noch das Kapitel über die Salatgabel, ein missverstandenes Utensil. Los, los, los! Es ist doch noch gar nichts passiert. Das weiß ich. Aber ich bin so aufgeregt, dass ich einfach schon mal jubeln muss. Krümeliger Muffin, das gibt's nicht, Bonnie. Du siehst ja total... Und 5, 6, 7, 8. Die Schritte. Achtet auf die Schritte. Zum Rhythmus, zum Rhythmus. Ihr sollt stillstehen und euch nicht auf den Köpfen drehen. Stopp, bitte! Ihr macht das alles falsch! Nein! So habe ich mir den Tanz nicht gedacht! Es ist jetzt Zeit für den Tanzwettbewerb, meine Lieben! Oh, der Tanzwettbewerb jetzt! Das erzähle ich dir, wenn wir unten sind. Greifen und ziehen, bitte. Es wird immer bunter. Greifen und ziehen, bitte. Wir ziehen sie runter. Greifen und ziehen. Hier nach unten. Greifen und ziehen. Gesund und munter. Ja! Also.
also. Wieso hast du denn nun da oben gekichert, Emily? Na ja, ich habe euch von dem Ast aus dabei zugesehen, wie ihr alle hermarschiert seid, um mich zu retten. Ich wünschte nur, ihr hättet das auch sehen können. Ihr seid marschiert, habt gesungen und die Girlande getragen. Es sah so aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß, weil wir zusammengearbeitet haben und nett zueinander waren. Mädels, ich hatte einen Moment lang Angst, dass wir das mit der Parade nicht schaffen. Aber das da war die beste Parade, die ich je gesehen habe. Ach, wirklich? Ja, du hast recht. Ja! Ja! Nein, nein, lass uns das nochmal klarstellen. Emily, du warst es, die diese Parade möglich gemacht hat. Du hast nie aufgegeben, auch wenn dir keiner von uns geholfen hat. Dafür danken wir dir aus unserem wirklich tiefsten Herzen. Oh, ihr schafft es einfach, dass ich mich wirklich wie eine richtige Prinzessin fühle. Füreinander da. Oh. Super Idee! Karaoke! Hey, gib das her! Ich singe besser als du! Nein! Aha! Mädels, ich muss wirklich für das Café-Varieté üben. Das veranstalte ich hier in meinem Café. Es ist schon in ein paar Tagen. Oh, wir können dir helfen! Test, test! Wie macht man dieses Ding an? Ja, jetzt können wir. Dann leg mal los. Wir sind wirklich beste Freunde für immer, immer, immer. Oh, gib es mir. Wir sind wirklich beste Freunde für immer. Und noch länger. Noch länger. Richtig loslegen? Ich wünschte, ich würde euch los... Wir wollen doch alle, dass der Auftritt bei dem Varieté eine Überraschung wird. Oder nicht? Oh, da ist echt was dran. Okay, nochmal von vorn. La la! Oh, Herr Rapelius, wie geht es Ihnen? Könnte ich kurz mit Ihnen reden? Vor der Tür? Ja, natürlich. Meine Gäste stören Sie nicht, oder? Na ja, eigentlich bin ich gekommen, um zu sehen, wie es Ihnen geht. Oh, das ist sehr nett von Ihnen, Herr Rapelius. Ich dachte, Ihnen würde vielleicht eine kleine Pause guttun. Wieso lassen Sie mich nicht für den Rest des Tages auf das Café aufpassen und Sie ruhen sich aus, am Teich oder so, weit weg von hier und den beiden? Oh, ich kann nicht. Sie sind doch schließlich meine Gäste. Sie können, ich bestehe darauf. Herr Rapelius, ach, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Sie sollten lieber gehen, solange Sie beschäftigt sind. Ich werde Sie unterhalten. Viel Glück. Als der kälteste aller kalten Winter Bitzibärchenhausen traf, arbeiteten alle Einwohner zusammen, um den neu gepflanzten Hain zu retten. Aber das Wetter wurde immer rauer und sie wussten, die neuen Pflanzen würden es nicht schaffen. Dann hatte das kleinste aller Bärchen eine Idee. Wir können die gefrorenen Beeren, die wir haben, schnitzen, sagte es. Und dann können wir Glühwürmchen hineinsetzen. Wieso sollten wir das machen? Fragten die anderen. Wenn wir sie zu dem Hain tragen, erklärte er, halten sie die Pflanzen vielleicht warm. Zuerst lachten sie nur über das kleine Bärchen. Aber dann verstanden sie es. Es war ihre einzige Hoffnung. Würden es die Pflanzen nicht schaffen, hätten sie nichts mehr zu essen und keine Kraft, um die kleine Stadt aufzubauen. Also arbeiteten sie alle zusammen und brachten die leuchtenden Beeren in die Felder. Und es funktionierte. Die Pflanzen waren gerettet. Aber nur, weil jeder Einzelne in Bitzibärchenhausen eine Laterne gebracht hat, um die Pflanzen warm zu halten. Die Einwohner von Bitzibärchenhausen hatten verstanden, dass sie voneinander abhängig sind. Genauso wie von den Glimmerbeeren. Und deswegen feiern wir jeden Winter den Glimmerbeerenumzug. Jeder in Bitzibärchenhausen schnitzt eine gefrorene Beerenlaterne.
Die ganze Stadt kommt zusammen und alle zünden ihre Laternen in einem Kreis an. Damit gibt jeder Einzelne das Versprechen, dass die Einwohner zusammenhalten und sich gegenseitig helfen werden, wenn die harten Wintertage kommen. Freunde helfen Freunden. Und jetzt versteht ihr vielleicht den wahren Grund für den Umzug. Oh, auweia. Ich glaube, mein Verhalten war wirklich bärig doof. Da ist noch etwas, das ich euch gerne zeigen würde. Seht ihr das? Hier. Warte, das ist mein Entwurf. Ganz genau. Und ich habe auch so etwas gezeichnet. Hey, ich auch. Genau wie ich. Das haben wir alle. Ihr habt es sicher gesehen, als ich die Schatulle geöffnet habe. Aber das ist euch nicht bewusst gewesen. Deswegen hattet ihr den gleichen Entwurf. Den hatten wir alle. Oh, dann habe ich euch wohl völlig zu Unrecht beschuldigt, meinen Entwurf kopiert zu haben. Oh, es tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht irgendwie vergeben. Ja, na klar, Himmeltörtchen. Wenn du mir vergeben kannst. Und mir. Mir auch. Wir haben wohl alle etwas überreagiert. Oh, seht euch das mal an. Es wird draußen richtig eisig. Ich wette, die Beeren sind jetzt bärig gefroren und genau richtig fürs Schnitzen. Ihr solltet euch lieber beeilen, wenn die Glimmerbeeren noch rechtzeitig für den Umzug fertig werden sollen. Ja! Ja! Wie findet ihr das? Wunderschön. Und wie ist das? Ganz toll, Orangella, aber du hast ein bisschen was übersehen. Und, seid ihr alle gleich fertig? Ich bin von mir aus fertig. Wir waren auch schon ganz aufgeregt. Eine Sekunde. Ich sag Ihnen schon mal Bescheid. Bitte sagt den Glühwürmchen, wir sind soweit. Dankeschön! Nein. Von meinen Blumen hier fehlen auch 3 Stück. Und bei mir sind es 2. Zum Glück habe ich mein schönstes Veilchen reingebracht. Hier draußen sind nur noch 4 Veilchen übrig. Ich kann mich ja irren, aber ich glaube, die verschwundenen Blumen und der wackelnde Boden haben in irgendeiner Weise miteinander zu tun. Oh, habt ihr das gesehen? Wie konnte... Was ist da? Ich komme zu dem Schluss, dass die Blumen nicht aus der Erde rausgerissen wurden. Genau, sie werden reingerissen. Oh! Haltet sie fest! Seht doch! Wow! Oh, Leute, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich uns diese ganze Geschichte eingebrockt habe und vielleicht müssen wir gar nicht herausfinden, wer oder was die Blumen klaut und die Welt beendet. Bist du denn gar nicht neugierig? Komm schon, wir sind doch alle bei dir. Ja, was kann schon passieren, wenn deine Freunde dabei sind? Wie wäre es mit... annähernd alles? Citronella, es ist Zeit, dass wir endlich Licht ins Dunkel bringen. Na gut, Emily, wenn du das sagst. Nichts tun. Oh, hast du etwa Hunger? Los, wir helfen ihm. Lasst uns eine Pyramide bauen. Das ist eine tolle Idee. Autsch! Oh, helft ihr mir mal? Gib mir deine Hand. Genau so geht. Wir haben es geschafft. Yeah. Oh.
Ich denke, wir haben den Dieb. Ich glaube, da hast du recht. Nun, Citronella, deine Veilchen haben hier auf jeden Fall einen Liebhaber gefunden. Hab ich ein Glück, dass es ein Ziesel ist. Wartet, er ist ja ganz niedlich. Aber was sagen wir, Prinzessin Bärchen? Mit dem Lager hier unten können wir bald gar kein Blumenfest mehr feiern. Ja, was ist ein Blumenfest ohne Blumen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Krümeliger Muffin, das gibt's nicht, Bonnie. Du siehst ja total fertig aus. Was ist denn passiert? Oh, war eine lange Nacht. Ich hab gelernt. Was hast du gelernt? All die verschiedenen Zeitpunkte, bei denen es sich gehört, bitte zu sagen und... Oh, Dankeschön. Was ist los? Ich hab gegähnt. Und das beim Wettrennen. Ich hab gegähnt. Oh, Emily. Denkst du, es hat mich irgendjemand gesehen? Im Buch steht, dass das ein schreckliches Benehmen ist. Was ich denke, ist, dass es wirklich okay ist. Was? Was ist? Himmeltörtchen steht da vor jemandem, der kleiner ist als sie. Dadurch versperrt sie ihm ganz unhöflich die Sicht. Schlechtes Benehmen! Schlechtes Benehmen! Schlechtes Benehmen! Oh, oh. Unsere Manieren-Mamsell kommt auf uns zu. Schnell! Versteckt euch! Wo sind sie denn hin? Ich könnte schwören, dass sie gerade eben noch hier waren. Hallo alle miteinander! Es ist jetzt an der Zeit, dass das Wettrennen beginnt. Bevor wir nun anfangen, möchte ich aber jeden von euch noch wissen lassen, dass wir Bärchen das Meisterschaftswettrennen nur veranstalten können, weil Emily Erdbeer und ihre Freundinnen uns geholfen haben. Ja! Außerdem wollte ich noch sagen, dass es mich wirklich sehr freut, dass das Wettrennen wieder stattfindet. Ich hoffe, dass es euch allen gefallen wird. Dann können wir es nächstes Jahr vielleicht gleich wiederholen. Und jetzt sollten sich die Rennfahrer ohne weitere Umstände bereit machen. Oh nein! Der Bärchenrennfahrer wird die Prinzessin unterbrechen, während sie redet. Das ist das allerschlimmste Fehlverhalten, das es gibt. Ich hätte es wissen sollen. Rennfahrer, du darfst die Prinzessin nicht unterbrechen, während sie redet. Das ist kein gutes Benehmen. Oh, oh nein. Aber, ich wollte doch nur sagen, dass wir das Rennen nicht starten können, weil dieser Rennfahrer einen platten Reifen hat. Ach, herrje. Oh, weia. Ich schätze, darauf habe ich wohl nicht geachtet. Vielen Dank, dass du uns Bescheid gesagt hast. Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt. Oh nein, bitte, du darfst nicht gehen. Ich habe doch nur versucht zu... Beste Freunde sind immer füreinander da. Was auch immer wir zusammen machen, wir wissen, es wird wunderbar. Wurzel mutig wie die Großen, trau dich und hab keine Angst. Du wirst sehen, es wird sich lohnen, denn für jeden gibt es eine Chance. Und fühlst du dich verloren, bist du doch nie allein. Kommst du hier zurück, dann soll das dein Zuhause sein. Das ist deine Welt. Hier ist dein Leben zwischen Blumen und Beeren. Deine kleine Welt. Hier sollte immer dein Zuhause sein. Bei Sonnenschein und bei Regen, Tage, Sturm und bei Wind. Voller Tanz von der Tanzgruppe aus Butzelbeerstadt. Und jetzt folgt eine kleine Unterbrechung, bevor die Tanzgruppe aus Butzelbeerchen außen auftritt. Och, ich kann das einfach nicht. Wir werden niemals so meisterhaft sein wie Sie. Das wäre eine viel zu große Demütigung für mich.
dein Glück verlassen hat, leuchtet ein Regenbogen am Horizont voll Licht. Wenn alles auseinanderbricht und auch dein Bärentörtchen wurde nichts, wartet dein Glückskleeblatt vielleicht schon auf dich. Traumhaft süß, traumhaft gut, dieses Leben bietet alles so viel Glück, so viel Mut. Glaube nur, wenn ich sag, schau dich um und du wirst sehen, es ist ein traumhafter Tag. So gut, einfach gut, so gut, einfach gut. Tu mein Lied und geh spazieren, pfeif ne Melodie, lass dich verführen. Lass dir von niemandem den Sonnenschein nehmen. Lass einen bunten Drachen steigen, dem Unmut darfst du Zähne zeigen. Glitzern schön wie nie zuvor, dringt es an dein Ohr. Traumhaft süß, traumhaft gut, dieses Leben bietet alles so viel Glück, so viel Mut. Glaube mir, wenn ich jetzt führt die zweite Tanzgruppe ihren Tanz vor. Sie kommt aus unserem eigenen kleinen Örtchen. Hier ist die Tanzgruppe von Minzi Märchenhausen. Lass dir von niemandem den Sonnenschein.
Anschein nehmen. Lass einen bunten Drachen steigen, dem Unmut darfst du Zähne zeigen. Glitzern schön wie nie zuvor, dringt es an dein Ohr. Traumhaft süß, traumhaft gut. Dieses Leben bietet alles, so viel Glück, so viel Mut. Glaube mir, wenn ich sag, schau dich um und du wirst sehen, es ist ein traumhafter Tag, einfach gut. Hallo Emily, herzlich da willkommen, bist du ja, Emily. Schön, dass du da bist, Emily. Hallo, schön, euch zu sehen. Guten Tag, Herr Bärchen. Wow, deine Rosen sehen bezaubernd aus dieses Jahr. Wie jedes Jahr. Vielleicht gewinnst du sogar wieder. Wie jedes Jahr. Danke vielmals, Zitronella. Emily Erdbeer? Hier, Fräulein Emily, du solltest deine Blumen gießen. Dann werden sie schön sprießen. Aber danke schön. Die sind wirklich wunderschön, Zitronella. Ich denke, dieses Jahr sind deine Blumen die haushohen Favoriten. Oh nein, du meinst doch nicht ernsthaft, dass meine Veilchen gegen deine Rosen irgendeine Chance haben. Glaubst du etwa, ich würde lügen? Du könntest den ersten Platz kriegen. Das ist wirklich nett von dir. Ah, erster Platz. Und nun werde ich an die Person unter uns, die am meisten und von morgens bis abends dafür geackert hat, dass ihre Blumen perfekt werden, den ersten Platz vergeben. An Zitronella! Oh! Das hast du toll gemacht! Zitronella! Hä? Was? Es ist... Als würde das Wetter langsam bärig kalt werden. Wartet, ich helfe euch. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir viel schneller fertig. Oh. Ich glaube, hier ist sowas wie eine alte Schatulle. Was wohl da drin ist? Entschuldigt. Hier ist ein Buch. Und zwar das, das wir zum ersten Frost lesen. Das ist es wirklich. Darin geht es um den allerersten Winter in Bitzibärchenhausen. Ich wette, jeder würde diese Geschichte gerne mal wieder hören. Ich werde sie hier im Café vorlesen und jeden in Bitzibärchenhausen einladen. Kommt schon, ihr könnt mir dabei helfen. Wir finden heraus, was passiert ist. Aber wer würde denn so etwas tun? Wer? Denkst du im Ernst, das Veilchen wurde gestohlen? Ein Blumendieb! Oh, guten Morgen, Fräulein Zitronella. Du bist aber heute früh hier. Und du auch. Hallo! Hallo, 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 Herr Bärchen. Zitronella? Oh je, was erblicke ich? Du bist doch nicht etwa traurig. Es ist ein kleines Unglück passiert. Eines der Veilchen ist verschwunden. Oh nein, aber wie? Das wissen wir auch nicht. Oh, das tut mir aufrichtig leid. Auch ich fühle tiefe Traurigkeit. Da bin ich mir ganz sicher. Komm mit, Zitronella. Ich mach dir Pfannkuchen zum Frühstück und einen Weck-mich-auf-Überraschungssaft in meinem Café. Sektion zusammen. Die ist bärig schön. So originell, so einzigartig.
Vielen Dank. Ich habe auch mein ganzes Herz in jedes einzelne Teil der Kollektion gesteckt. Unglaublich, du übertriffst dich jedes Jahr aufs Neue. Ich bin einfach der Meinung, dass man nur etwas machen sollte, wenn man auch bereit ist, dafür sein Bestes zu geben. Also höre ich damit erst auf, wenn ich es definitiv und ohne jeden Zweifel nicht besser machen kann. Wie du schon sagtest, ich möchte etwas wirklich Originelles, Einzigartiges und noch nie zuvor Gesehenes schaffen. Na dann, kommt mit, Schnurrschönchen und Plätzchen. Wir lassen Himbeertörtchen lieber arbeiten. Oh, heute Abend gibt es im Café eine Lesung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Hä? Oh, ja, natürlich. Ich werde da sein. Hey, Plätzchen!